Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Master 1. Mit ein bisschen Unterstützung von der Tür habe ich die beiden Würmer noch tot bekommen. Ohne großes Drama, Ehrenwort. Ich habe zwei Vergiftungstränke schon mal vorbereitet und jetzt wollen wir mal gucken, was die Würmer uns da gelassen haben. Also die Schriftrollen nicht, ich habe bei David ein bisschen ausgemistet. Ein Stückchen Wurm. Wer möchte ein Stückchen Wurm essen? Das soll eine wirkliche Delikatesse sein. Denke ich mal. Niemand will? Dann packen wir das ein für später. Lauter leckere Dinge finden wir hier. Und hier ist noch was Goldenes. Mal wieder eine Münze. Münzen gehen zu David und Schlüssel. Wir hatten auch noch von der letzten Ebene auch noch einen Goldschlüssel übrig. Ich weiß noch nicht, ob das so sein soll. Aber ja, ansonsten hätte ich gern nochmal ein bisschen Licht. Shadow möchte kein Licht machen. Kann René uns ein Licht machen? René muss auch noch Zaubern üben. Der hat die ganze Zeit eher Priester gemacht. Irgendjemand von unseren Magiern Mana für Licht? Du hast irgendwas Heilmäßiges vorbereitet. Dann tausch mal bitte die Flaschen und mach da draußen mal bitte einen Heiltrank. Dann schauen wir mal, ob du eine ordentliche Fackel hinkriegst. Ja, kriegt er. Können wir da noch andere Dinge vorbereiten? Zum Beispiel eine fliegende Fackel? Nein. Du fliegende Fackel? Nein. Okay, dann geht's da erstmal so. Wir ziehen weiter. Da liegt noch lecker Würmchen. Ups. Man sollte vorher die Hand auch richtig aufs Keyboard legen, sonst gibt's Verwirrungen. Moment, da sind die Schriftrollen, das heißt, wir kamen von hier und sammeln so das leckere Happy Happy ein. So, die Steine können wir, denke ich, mal hier lassen, aber die leckeren Würmchen nehmen wir mit und ziehen weiter. Dich da schon? Ich glaube schon. So. Wo war das Wurmproblem? Das war nach der eingetretenen Tür, ne? Und die war... Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Ne, hier geht's hoch. Hier ist der Eingang. Dann sind wir doch in die falsche Richtung gelaufen. So langsam wird es mit der Orientierung schwieriger. So, da waren die ganzen Bodengitter. Dann geht's hier lang. Was ist gerade in meiner Erinnerung schiefgelaufen? Nee, irgendwo war doch die eingetretene Tür. Hä? Ich verwirrt. Kacke. Ich war in der Pause kurz was essen und gucken und tun und machen. Und das hat sich schon gerecht. Kacke. Aber die Würmer sind von da gekommen. Ich hätte hier die Rollen abgelegt. So, hier am Block war nichts. Da sind hier wieder die Rollen. So, da ist der Ausguss. Da war der große leere Raum, genau. Dann geht's entweder hier lang. Ja, das ist nochmal das Gruselgesicht. Dann, genau, war hier die... Ja, jetzt sind wir wieder on track. So. Hier irgendwo waren die Würmer gewesen. Ah nee, hier war es erstmal das mit der Tür. Das kriege ich wieder hin, denke ich mal. Zack, teleportiert werden rechts. Kurz an der Tür anecken. So, und dann wieder mit dem Hebel die Tür aufmachen. So, jetzt sind wir definitiv on track. Und... Ich habe da nur was Gelbes gesehen. Ist das eine Biene? Oh, hi. Moment, halt, stopp. Kacke. Hier stehen wir ein bisschen ungünstig. Ah, Schreien gibt Priesterstufe. Wieder weit gelernt. Dann machen wir das mal ausgiebigst. Okay, an dem Fliege-Bienenviech war nicht viel dran. Beruhigt mich, weil das dann gerade ein bisschen ungünstig. Shit. Okay.
So kann man relativ schnell sterben. So, die Kanaldinger mal nochmal anfummeln. Bringt nichts. Warum immer die leeren Nischenspiel? Kannst mir auch gerne mal irgendwie nochmal einen Brunnen geben. Wollte gerade sagen, tok tok macht's. Zwischendrin mal ein bisschen die Wände abklopfen. Da liegt noch David-Spielzeug, oder? Nee, habe ich mich versehen. Nicht so viel drehen, sonst habe ich wieder die Orientierung verloren. So, Kanal? Nichts, okay. So, Gitter? Nichts. Ah, hier waren wir auch schon mal. Hier hat sich David-Zeug verteilt. David ist momentan auch nicht so gut ausgestattet mit seinem Zeugs. Ich glaube, da ging ein bisschen was verloren. Die Wurfsterne sieht man halt auch nicht so gut. Also hätte die Sumsebiene uns theoretisch in den Rücken fallen können. Das war nicht gut. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. So, hier geht's auch wieder in zwei Richtungen. Ungünstiges Gefühl, aber hier ist Sackgasse, okay. Mal ein bisschen Tok-Tok machen. Hä? Hier macht's nicht Tok. Ha! Geheimwände sind hier ein Thema. Haben wir bewiesen. Kriegen wieder einen Zauberkasten. Auch wieder zum Einfrieren. Okay, heben wir für später auf. Und mal ausnahmsweise leckeres Fleisch. Kriegt mal Flauschilein. So, geht's hier irgendwo weiter? Da kann man, glaube ich, her. Nee, dann ging es nicht weiter. Okay, damit haben wir bewiesen, Tok Tok machen bringt was und es gibt Geheimwände. Schaka, wieder was gelernt. Ach du Kacke. Mit den Würmern komme ich noch nicht so richtig klar. Fliegende Fackel, nicht richtig Mana. Fliegen, go. Nicht in den Rücken fallen lassen. Mit dem Viehzeugs bin ich noch nicht so einig. Die Fackel können wir dem Viehzeugs mal bitte an den Kopf werfen. Oder mal kurz nicht. Dann legen wir hier mal Pfeile nach. So, Flausch, du kannst nochmal anfangen. Fliegende Fackel haben wir gerade nicht. Fackel fliegend braucht noch. So, mach du mal eine normale Fackel, damit du auch noch mal Magie lernst. So, Würmer, wir wären bereit für euch. So, dann fangen wir mal mit der Fackel an. Nicht in die Richtung, in die will ich nämlich. So, werfen, 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 vom Acker machen. Können wir mittlerweile noch die Flugfähigkeit der Fackel? Nein. Die letzte Tür war ziemlich weit weg. Kämpfen. Aua. Orientierung, da geht's, glaube ich, lang. Okay. Da wird noch die Flugfähigkeit der Fackel, haben wir kein Mana für. So, alle Munition verschossen. Ah, das kann jetzt wieder ein Sekündchen dauern. Spalten, kämpfen. Boah, sind die schnell.
Spalten. Aua. Kämpfen. Na, das war die Luft gespalten. Zack. Sackgasse. Ende. Keine Sackgasse. Keine Panik. So, hat die Fackel fliegen gelernt? Nein. Aua, aber einer tot. Progress. Und der andere verzieht sich scheinbar jetzt gerne. Ja, okay, auf der Flucht, dann haut ihm ins Kreuz. Kacke. Okay, das müssen wir jetzt ausnutzen. Nochmal ein bisschen anspornen. Anspornen. Ich weiß immer noch nicht, ob das Anspornen für uns ist oder Schrecken für den Gegner. So, Gegengifttrank. Heiltrank noch nachfüllen. Sonst noch jemand vergiftet? Freiwillige vor? Nee, okay. Dann machen wir noch mal ein bisschen Kultur. David, du hast mit einer Fackel angefangen. So, David hat noch eine Magierstufe geschafft. An seinen Priesterstufen bin ich auch dran. Anni Flausch war voll. Egal. So, da hätten wir noch einen Gegengifttrank. Flaushände oder Flausflasche. 1, 2, 3. Flausflasche ist leer. Das wollte ich eigentlich sagen. So, dann machen wir mal bitte einen stärkeren Heiltrank. Der geht bitte in Renés Mund. Und René, deine Flasche, da ist ein Gegengifttrank drin. Dann tausch das mal. Dann machst du noch einen stärkeren Heiltrank. So, dann hätten wir leckere Dinge und mal wieder eine Münze. So langsam stapelt sich das Essen wieder. So. Leckere Wurmstückchen. So, ein paar Pfeile einsammeln und unseren Wurfgeschossen folgen. Wie Hänsel und Gretel im Märchen. Die hatten Brotkrumen, wir haben Wurfgeschosse. Hätten die mal Wurfgeschosse gehabt, wäre das vielleicht mit dem Wolf ein bisschen anders ausgegangen. Ah ja. So, noch ein Sternchen. Was liegt denn da? Eine Fackel. Die hatten wir, glaube ich, auch mal nach dem Wurm geworfen. So, da war die Sackgasse. Dann gehen wir in die Richtung. So, da ist eine geschlossene Tür, die man wieder verschließen könnte. Das gefällt mich. Zeugs zum Lesen. David, lies uns mal vor. Was hast denn du? Antimagie gerade reduziert. Warum auch immer. Ja, Bro, nicht einen Zauberschild trank. Ja, Bro. Ja, Bro. Ja, ist eher der Schutz, macht Sinn. Und Pro ist der Trank dazu. Ah ja, stimmt, das ist dann quasi Ausdauertrank mit positivem Effekt. Okay, schreibe ich auf. Ich finde es faszinierend, dass man wirklich da den Sinn hinter den Sprüchen auch wirklich verstehen kann, dass es nicht nur beliebige Kombinationen sind, sondern dass da sogar ein Stückchen Logik dahinter ist. So, der Spruch On oder Owen bringt eine Giftwolke hervor. Hatten wir das nicht schon mal? Nee, ich hatte Deswen als Gift.
Wolke aufgeschrieben. Was war das jetzt nochmal? Nee, das war der Schild. Wenn. Na gut, das ist. Also, das wenn ist Dampf und Gift und Oven ist dann Luft und Gift. Vielleicht war da irgendwo die Übersetzung nicht ganz so, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Also, Oven ist auch wieder Giftwolke. Wird aufgeschrieben. Dann versuchen wir das auch noch mal. Machen wir schon mal. Wenn Luft ist das da. Und Gift. Das wartet noch. Kannst du das? Luft und Gift. Ja, kann er. Wir zünden das mal. Ja, ging nicht. Das ganze schöne Mana verschleudert. Hat nicht funktioniert. Ich wollte mir das ansehen. So, wir kamen von da. Hier waren die beiden Schriftrollen. Und dann haben wir wieder eine verschließbare Tür. Ich liebe verschließbare Türen. Ich hasse leere Nischen. Großer leerer Raum. Jetzt will ich ihn drin ein bisschen tocken. Werden uns Gegner in den Rücken fallen? Ich höre zumindest keine. Aber das soll ja nicht heißen, dass es hier keine gibt. Da ist ein Silberstäbchen. Silberstab, was kann der? Besänftigen. Ah, wir haben schon mal so ein Stäbchen gehabt. Einpacken. Bisschen die Wände abklopfen. Aber den ganzen Dungeon abklopfen ist ein bisschen unrealistisch. Ah, da ist ein Münzschlitz. Schauen wir gleich. Erst mal gucken, was in unserem Rücken so passiert. Aktuell nichts und ich höre auch nichts. Dann versuchen wir mal Münzen. Eine. Nur eine, okay. Die Silbermünze haben wir schon länger. Die geht auch nicht. Okay, dann haben wir da jetzt eine Münze reingetut. Und du kannst nochmal Fackel üben. Keine Ahnung, ob das jetzt was gebracht hat. Abfluss angetatscht. Da ist wieder so ein Ding. Und das tockt auch nie. Aber es geht nicht weiter, haben wir getestet. Was hat das mit der Münze jetzt getan? Es ist verdächtig ruhig. Oh, Schild. Looty-Loot. Der gehört dann eigentlich in Flaus Hand. Das macht jetzt das mit dem Tränkebrauen ein bisschen komplizierter. Aber das schaffen wir auch irgendwie. Moment, gibt es da rechts oder links einen Schalter? Nein. Tok, tok. 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 Nichts. Shadow, kriegst du so langsam auch mal eine größere Fackel hin? Jo. Sehr schön.
Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich irgendwie im Kreis laufe. Das hat bewiesen, dass ich es gerade nicht tue. Wir hatten goldene Schlüssel gefunden. Den Teleporter gemacht hat. Abkürzung. Haben wir da Vertrauen? Kann ja auch jemand Böses geschrieben haben. Wir bauen mal Dinge. Achso, wir haben ja diesen komischen neuen Zauber. David? Hatten auch verkackt. Dann machen wir irgendwas Althergebrachtes. Dann machen wir bitte eine fliegende Fackel. Und du machst bitte auch eine fliegende Fackel. Geht gerade nicht. Okay. Dann schauen wir mal, was die Abkürzung bringt. Bitte nicht wieder zum Eingang vom Dungeon. Was eine Abkürzung wäre. Wir gehen rein. Abkürzung zurück. Okay. War das jetzt geschickt, dass wir da reingegangen sind? Wir gehen wieder zurück. Nicht, dass wir zwischendrin irgendwas verpassen. Das ist dann, wenn, keine Ahnung was, haben wir das im Hinterkopf. Aber jetzt gehen wir den langen Weg. Du Scheiße. Würmer. Würmer, Würmer, Würmer. So, eine fliegende Fackel haben wir. Fackel, Flieg und Sieg. Nee, nicht stechen. Kämpfen. Werfen. Hilfe. Jetzt bloß nicht den Weg verfehlen. Autsch. So, werfen. Werfen. Ey, ihr Feiglinge, wo seid ihr denn hin? Ah, David, kannst du mal bitte einen Antigifttrank? Nein, kann er nicht. Werfen, Spalten. Upsi, wo geht's denn hier lang? Du hast die Abkürzung. Wo war die nächste Tür? Ups. Schitte. Da geht's lang. Ups. Kurze Panik. Auch nur ganz kurz. Was wollte ich mit David machen? Gegengifttrank, ne? Nicht der beste Plan, den ich jemals hatte. Dann machen wir da draußen einen Heiltrank, der nicht funktioniert. Dann darfst du dir deinen eigenen Heiltrank mal reinziehen. Ja, und die Würmer kommen wahrscheinlich hier. Ach du Kacke, ich weiß nicht mehr, wo wir herkamen. Ich glaube hier. Oder? Ja, ich glaube schon. Ach du Kacke. Shadow ist eine Kämpferstufe aufgestiegen. Das ist sehr löblich. Hallo erstmal. Spalten. Abstand gewinnen. Kämpfen. Jetzt bitte nicht in die falsche Richtung laufen. Spalten. Kämpfen. Spalten. Mein Puls rast. Flausch fast tot. Können wir das bitte verhindern? David hat eine leere Flasche in den Flossen. David ist noch nicht so der Spezialist im Tränkebrauen. Hä, wieso ist jetzt hier ein Teleporter? Moment, Panik. Flausch trinken. Das ist kein Teleporter.
Ich weiß nicht mehr, wo wir herkamen. Irgendwas hat Bub gemacht. Kurzer Anfall von Panik. So, wir haben ein bisschen Abstand gewonnen. Konzentration. So, von dir hätte ich jetzt gerne einen positiven Heiltrank, was ein Gegengifttrank ist. Der geht dann da rein. So, René ist auch vergiftet. Dann brauchen wir einen positiven Heiltrank. Füllen den in René. So, René. Dann hätte ich gerne einen positiven, einen Heiltrank. Der geht dann zuerst mal in Flausch. Dann hätte ich gerne wieder, na, Mana alle. Flausch. David, Mana. Na, David muss noch üben. Das hätte ich früher mit ihm beginnen sollen. Aber ja. So, du machst bitte einen Heiltrank. Haben wir? So, ihr tauscht mal kurz die Flaschen. Das kommt da rein, dann kommt das in die Hand. Ich habe aktuell noch keine Würmer. So, dann machst du noch mal zack, zack, Heiltrank. Und der geht dann bitte auch in deinen Mund. So, dann sieht es schon gar nicht mehr so schlecht aus. Sieht so aus, als hätten wir alles unter Kontrolle. So, der Gegengifttrank braucht noch. Das braucht auch noch. Davids Mana ist gerade auch ein bisschen essig. Okay. Licht. So, Shadow ist wieder eine Magierstufe aufgestiegen. Ich glaube, der ist mittlerweile ein Magier besser als David. Hat aber kaum Mana. So, wir gehen unsere Würmer suchen. Vor allem, wieso war plötzlich das Teleporter-Dingsbums da? War das der Rückweg-Teleporter? Nee, der Abkürzungsteleporter, nee, ne? Ich weiß es nicht. Okay, da sind auf jeden Fall unsere Würmer. Können wir eine fliegende Fackel kreieren? Nein. Okay, einer tot. Der zweite flieht. Dann gehen wir nach. Wow, okay. Das sah richtig professionell aus, was wir da getan haben. So, dann da nochmal ins München. Und du nochmal dahin. Da ist noch Essen. Wenn es jetzt irgendwo noch einen Brunnen gäbe, wäre ich hier in dem Level total zufrieden und würde mich trauen, hier vielleicht ein bisschen entspannter zu leveln. Aber ohne Wasser müsste ich dann halt ein paar Level weiterlaufen. Also zwei nach oben. Da war der letzte Brunnen, den ich kenne. So, da durch das Feld sind wir durch. Keine Ahnung. Hat die Münze das Feld angemacht? Was bringt das? Genau, das weiß man noch nicht. Wieder so ein Fratzen-Dingsbums. Okay, hier ging es einmal um einen Block. So, irgendwo muss ja jetzt hier der Abkürzungsteleporter gewesen sein. Hä? Anne, hier war der Schild. Hier war die Fratze, da kamen wir gerade her. Das war das, wo ich gesagt habe, hier ging es um den Block. Hier war das Schild. Oh mein Gott. Wird schon irgendwie.
Die Fackel verschiebt sich gerade. Dann Flausch macht nochmal einen Gegengifttrank. Und dann eventuell eine Fackel. Ja. Sehr schön. So, mit mal, da ist eine Waffe von... Ah, hier war die Abkürzung. Okay. Alles klar. Wir sind on track. Pfeil ins Pötchen. So, wir wandeln auf unseren Geschossspuren. Vielleicht sollte ich die Geschosse mehr verteilen und dann können wir besser zurücklaufen. Wäre so eine Idee. So, Pfeile gehören dahin. Da ist noch Zeugs. So, Mana-Technik kann Ren... Was war das? Das sah... Moment. Wie war der Spruch? Mein zielgerichteter Dampf. Scheiße. Das... Aua. Wow. Zielgerichtete fehlt gerade ein bisschen. Moment. Dingens... Dampf, Kacke, da haben wir auch keinen Mann dafür. Ich weiß, was ich tun will. Das ist doch ein Geist. Das ist nicht materiell. Ich weiß, was ich tun will. Aber es scheitert gerade am Mana. Zielgerichtet. Scheiße. Moment. Dampf. Zielgerichtet. Mana. Kacke. Bitte nicht in die Sackgasse laufen. David. Zielgerichtet. Flausch, zielgerichtet? Nein. Scheiße. Das hatten wir mal gelesen. Das hatten wir mal gelesen. Kacke. Scheiße, Sackgasse. Da war der Schild, Kacke. Oh, oh, Jungs, jetzt bitte kein Druck, kein Druck. Ja? Oh. Mann, war das knapp und wir sind schon voll drüber. Bis gleich.